Weg zur Eröffnungszeremonie. Einer fehlt noch. Fabian Hambüchner, hole ich mir jetzt schnell ab. Und dann geht's los zu Sven und zu Martin, die warten schon. Willkommen bei der Vierschanzentournee, Fabi. Servus. Los geht's. Ich war jetzt letzte Woche, war ich mal wieder am Reck oder so. Aber wenn du es halt nicht regelmäßig machst, weißt du, dann ist es auch für die Gelenke halt scheiße, wenn du dann mal wieder rangehst, einfach so aus dem Nichts. Kannst du jetzt Skispringen? Ja, eben. Du bist viel zu schwer. In der Spur runterfahren und abspringen wird möglich sein, aber das Landen ist halt dann das Schwere, wenn du noch nie so richtig Ski gefahren bist. Gott, hier treffen wir jetzt auch gleich Martin und Sven. Die haben schon gesagt, die Skier haben sie dabei, die packen dich auch jetzt gleich auf die Schanze. Ja, na dann. Also jetzt wird hier noch so ein bisschen getalkt und jetzt werden wir aber rausgehen in Richtung Eröffnungsfeier. Ist ein bisschen kalt, doppelte Jacke hält besser. Das ist kein Applaus für mich, es ist eher ein Applaus für die Jungs hinter mir. Wir laufen gerade auf dem Weg lang, wo gleich die ganzen Skispringer die Arena finden werden. Die wundern sich, was ich mit Wintersport zu tun habe. Hast du gerade eben gesagt, dass Fabian morgen Vorspringer sein wird? Ja, das weiß er nicht und die Zuschauer auch nicht. Große Überraschung. Kann passieren. Aber keine Ahnung, ob wir es dürfen. Wir machen das ist einfach, oder? Da ist eine Bude. Wenn wir jetzt einfach über die Bühne gehen? Was ist das für eine Spur? Gott, ich liebe Abenteuer. Gute Nachricht ist, der Weg war kürzer. Die schlechte, alle Hosen sind nass. Einmal vor für Fabian. Und die zweite Woche ist für Martin. Winner, Winner, Chicken Dinner.